Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. Wir befinden uns in den letzten Atemzügen des Spiels. Wir haben aktuell noch zwei Aufträge für den Garten. Wir lassen uns überraschen, ob noch welche nachrücken. Ich hoffe nicht. Ich wäre nämlich gerne, wirklich, wirklich gern so langsam am Ende des Let's Plays. Aber die beiden Aufträge machen wir definitiv noch. So, anstatt Dickicht will ich Gemüse. Grüß Gott, ich habe ein Problem. Ich will mich auf eine Diät verlegen und mich gesund ernähren. Also von richtigem Obst und Gemüse anstatt von diesen gespritzten Dingern aus den Geschäften. Ich habe einen Garten, aber er wächst dort nichts Essbares. Jetzt will ich gesunde Nahrungsmittel und anstatt einer Masse an Bäumen auf dem Grundstück, will ich dort Obst und Gemüse haben. Bitte schneiden Sie wenigstens einen Teil der Bäume und der Sträucher um und legen Sie an deren Stelle einen Nutzgarten. Danke im Vorhinein, Barbara Büschel. Den Namen finde ich super. Barbara Büschel. Oh, wir haben einiges an Bäumchen. Aber auch schön, ne? Also Bäume kann man selber gar nicht pflanzen, oder? So, okay. Wir befinden uns in dem Bereich, müssen wir nichts machen. In dem Bereich müssen wir nichts machen. Jetzt müssen wir erstmal unseren Arbeitsplatz finden. War schön, ne? Hier dürfen wir rumhantieren. Okay, wir sollen entfernen die Büsche. Nee. Den. Achso, die hier alle. Okay. So, und dafür sollen wir Heidelbeeren, Johannisbeeren, Zierquitten pflanzen. Okay. Machen wir hier zwei hin. Jetzt machen wir hier welche hin. So, Johannisbeeren. Machen wir eine schwarze. Und machen wir eine rote. Und hier kommen jetzt die Zierquitten hin. So, euch müssen wir einpflanzen. Na? Die sind aber auch klein, ne? Zack, zack, zack. Sehr schön. Einmal gießen hier. Einmal gießen da. Okay, jetzt haben wir noch die beiden Johannisbeeren. Nummer 1. Und Nummer 2. So, einbuddeln. Hallo. Bewässern. Einbuddeln. Bewässern. Gut. Wo haben wir noch was zu tun? Hier hinten. Fälle den Baum. Okay, dann sollen wir die drei Bäume fällen. Na, hauen wir da mal rein. Tschüss. Oh, das ist ein dicker. Da haben wir wahrscheinlich ein bisschen länger für. So. Los. Fall. Und nicht aufs Haus. Das gibt Abzüge in der B-Note. Die Birke soll auch noch weichen. Oh, schnell. Okay, haben wir die Bäume entfernt. So, jetzt sollen wir Jonagold pflanzen. Und einen mittleren Pflaumenbaum. Das ist ja das Leichteste. So. Nummer 1. Und Nummer 2. Decken gießen. Gleiche Prozedere wie immer. So. Wo haben wir noch was zu tun? Hier.
Heidelbeeren und Himbeeren. Okay, wahrscheinlich hier auf dem Grünstreifen. Davon sollen wir 6 Stück kaufen. Machen wir hier einen Busch hin. Wo hast du hier Probleme? So, und Himbeeren. Einen Himbeerbusch. Himbeerbusch. So. Was haben wir jetzt hier zu tun? Wir müssen mal wieder einen Baum fällen. Noch eine Birke. So, Baum fällt. Sehr schön. Tschüss. War schön mit Ihnen. Okay. Noch mehr Bäume fällen. Okay, ihr beiden auch. Eins. Während der Umfeld machen wir den hier schon mal. Na komm schon. Und den Baum auch. Also hier sollen echt einige Bäume weg, ne? Weiß gar nicht, man darf, glaube ich, Bäume nicht einfach so fällen, oder? Gibt's doch Umweltgesetze für, meine ich. Oder irgendwie für jeden gefällten Baum muss man neuen pflanzen. Irgendwie so. Es ist jetzt so Halbwissen. Gut, wir brauchen Gegenstand entfernen. Ach so. Gut. Das, das, das. Ach, einfach alles. Okay. Kompostieranlage. Oh, wie spannend. Ich weiß gar nicht, dass es hier sowas auch gibt. So, und jetzt machen wir hier den Nutzgarten hin. Alles klar, wir brauchen Gurken. Wie viele? 4. Eins, zwei, drei, 4. Dann haben wir Tomaten. Eins, zwei. Die müssen wir gleich einbuddeln. Dann haben wir Zucchinis. Oh, die sind riesig. Da haben wir auch nur 2 von Pflanzen. Dann brauchen wir noch normale Tomaten. Das eben waren Kirschtomaten. Dann machen wir hier noch die normalen neben. Kürbis. Kürbis. Passen hier hinten noch sehr schön hin. Und 10 Karotten. Okay. Die sind ja süß. Zack. So. Karotten sehen da so verloren aus, ne? So. Los geht's. Tomate 1. Tomate 2. Tomate Nummer 3. Und Tomate 4. Ja, haben wir das auch gleich geschafft. Sehr schön. Fehlt dann noch was hier im Garten? Ich bin mir nicht sicher. Der Balken sieht noch nicht so weit aus, als wäre er gleich durch. Oh, weil wir noch 2 Tomaten vergessen haben. Daran könnte es liegen. So, müssen wir die beiden auch noch eben schnell einpflanzen. Kommt, wenn man nicht darauf achtet. So. Aber dann sollten wir hier zu 100%, denke ich, durch sein. Oder? Nee. Es fehlt noch was. Gut, gehen wir weiter durch den Garten. Hier müssen wir noch was tun. Okay. Entferne das Gemüse hier.
Nee. Okay, und jetzt sollen wir Erdbeeren und Himbeeren pflanzen. Oh, lecker. Ich liebe Erdbeeren. Ich habe auch eine Erdbeerpflanze. Gibt so alle paar Tage mal eine Erdbeere von sich. So, jetzt haben wir aber alles. Sehr schön, sehr schön. Okay. Auftrag abschließen. Da gibt es so viel Geld für, ne? Unglaublich. Wunderschön mit dem Nutzgarten. Wir hätten vielleicht noch Rasen verlegen können, aber ja. Ja, geht schöner, definitiv. Naja. So, wir haben noch Zeit. Wir gucken dann direkt in den nächsten Auftrag mit rein. Eventuell sind wir hier echt in unserer letzten Folge, je nachdem, was in dem Auftrag noch zu machen ist. Der letzte aktuell. Unordnung nach Bauarbeiten nötig, Platz zur Erholung. Hallo, gerade habe ich den Bau meines Traumhauses fertiggestellt. Auf das Haus bin ich riesenstolz, aber ringsherum sieht es fürchterlich aus. Überall jede Menge Müll, Geröll, Schlacke und so weiter. Das müsste alles entfernt werden. Dann wäre zu planieren, zu pflastern und so weiter. Es soll dort ein Kinderspielplatz entstehen, sowie eine Ecke, wo ich mich mit meiner Frau in aller Ruhe verkriechen kann. Und ein Schwimmbecken soll es noch geben. Ein bisschen Komfort ist ja auch nicht schlecht, oder? Oh, das klingt nach viel Arbeit. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Ich glaube, es ist das gleiche Haus wie das Pennerhaus, ne, was wir da hatten. Wir räumen erstmal auf. Das geht, glaube ich, am schnellsten. So. Da müssen wir gleich wieder unsere Schaufel auspacken. Nicht wegfliegen hier. Ich möchte dich entsorgen, Müll. Ach, Spiel. Also, beim Bretter aufsammeln leckt es gerade ganz schön. Ich weiß nicht warum. Frisst du dabei so viele Ressourcen, Spiel? Ist natürlich nicht so schön. So. Wir gehen hier erstmal durch und räumen auf, damit unsere Visionen sprießen können. Ah. Hier noch was? Ja, da hinten sind noch Katzen. Komm, machen wir, bevor wir die gleich voll vergessen und uns dann denken: Hey, wo ist denn noch was? Ich hab da alles gemacht. So. Unkraut, da kümmern wir uns später drum. Ah. Auch noch ein Brett. Ich hatte letztes Jahr im Sommer die Dachdecker hier. Die haben mein Dach neu gemacht. Als die weg waren, sah mein Garten genauso aus. Sie haben den ganzen Scheiß da liegen lassen. Ist nicht für nötig empfunden, das wegzuräumen. Ich hatte den ganzen Müll dann da liegen. Es war echt frech. Nicht schön. So, wir sind einmal rum. Ich fange im Bereich 1 an. Gehwegpflastern habe ich mir fast gedacht. Kriegen wir hin. So, da ist ja auch schon der Anfang für uns gesetzt und wir verkacken direkt. Das ist super. So macht das Spaß. Ach, Gottchen. Okay. Einmal bis zu Haus. Nee, reicht das so? Reicht so. Den müssen wir jetzt noch rüberrücken. So. Okay. Machen wir, gehen wir so rum. Zack. Mähe den Rasen sehr gerne. Sehr gerne machen wir das. Okay. So. Rollrasen verteilen.
Einer meiner Lieblingsaufgaben. So. Hui. Wir ziehen mal durch bis zur Hauswand. Jetzt brauchen wir hier noch eine kleine Rolle. Würde ich sagen, eine M. Ja. Zack. So, und bevor wir da Rollrasen verteilen, müssen wir eben mal hier den Schutthaufen wegmachen. Sonst ist der im Weg. So. Na. Willst du dich wohl entsorgen lassen? Dankeschön. Jetzt müssen wir nämlich hier noch den Rollrasen verteilen. Passt da eine L? Was passt L? Setzen wir mal an den Baum an. So. Was fehlt hier noch? Müssen wir hier Rollrasen verteilen? Nee, aber Pflanzen, aber die kommen trotzdem. Einen vernünftigen Untergrund von mir. Wie kann es anders sein? So. Ah ja, hier haben wir auch noch den Pixel nicht, ne? So ein Pixel. Reicht das? Nein. Wo fehlt denn hier noch was? Hier die Reihe oder was? Ah. Manchmal fühle ich mich gemobbt von dem Spiel. Einfach nur gemobbt. Okay, das ging nicht. Jetzt ist er verkauft, auch Spiel. Wirklich. Habe ich keine Zeit für. Ich bin alt. So. Gut, jetzt haben wir hier noch da das Stück. Das finde ich nicht schön. Eine S? Reicht eine S? Nee. Ich krieg die Krise gleich, ne? Ich sollte aufhören. Einfach aufhören heute. So. So, was fehlt hier noch? Solarlampen. 8 Stück. Eins. 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt natürlich doof. 6, der war zu weit. 7. Machen wir 9, damit es auch passt. So. Noch ein Stück nach vorne. Oh Gott, ihr seid überhaupt nicht in einer Reihe, ne? Tja, okay. So, jetzt haben wir hier Bereich 3 Ziergräser. Dann sind wir wieder im falschen Bereich. Ja. 3 davon. Die pflanzen wir direkt ein. Bevor ich da alles andere vorstelle und wieder nicht sehe, wo ich noch dran muss. Spiel, bitte. Danke. So. Mit Erde bedecken. Mit Erde bedecken. Mit Erde bedecken. So. Was fehlt hier noch? So ein komisches Ziergras. Das kann dann hier mal so rein. Und 3 davon. Gott, kriegen wir euch da noch irgendwo unter? Ja. So. Alles klar. Jetzt haben wir den Bereich 2. Da müssen wir hier einmal putzen. Die Reifenspuren wegmachen. So. Na, komm schon. Bus, weg. Und den Rasen mähen. Wo ist denn hier im Bereich 2 Rasen?
Hier das Stück oder was? Gut, reicht. So, in dem Bereich, den Rasenmähen natürlich. Machen wir doch direkt geschwind. So. Jagen wir einmal hier hoch. An der Mauer wieder runter. So. Man ja keinen Pixel verpassen. So. Ja. Haben wir gleich geschafft. Die Ecke, wo bin ich? Durch diese Lecks, ne? Da drehst du dich und in dem Moment leckt es. Zack, lost. So. Das noch weg. Machen wir hier mal einmal eben alles durch. Bis hier oben. Hier wieder runter. Das sieht doch gut aus. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier noch den Bereich. Verteile den Rollrasen. Sehr gerne. Nehmen wir da die XL-Rolle. Wir nehmen die XL-Rolle. Und losgerollt. Schön entspannt. Abschneiden. Sehr schön. Jetzt haben wir hier noch ein Unkraut. Ich sehe es auf der Karte. Weg mit dir. Hier ist sonst alles okay. Dann haben wir hier wieder Schutt. Tschüss. So. Sag mal, Spiel. Danke. Reinige die Verschmutzungen. Wir brauchen unseren Wasserschlauch. Hier sind noch mehr Reifenspuren. So. Hier nochmal hoch. Haben wir noch ein Brett übersehen oder so? Wie lange braucht ihr denn, um zu verschwinden? So. Jetzt haben wir hier noch Müll. Wir sollen das Gerüst entfernen. Hier sind noch Bretter. Rasenmähen. Und Solarlampen. Man bringt auch wieder die hier. Okay, vier Stück. Gut. Eins, zwei, drei. Vier? Reicht dir das Spiel? Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in einem anderen Projekt. Bis dahin. Tschüsselü!